Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Herzlich willkommen zurück zu Gran Turismo 7 und heute geht's rein in die nächste Hotlap Challenge. Und wir gehen erstmal in die Garage und drehen uns ein Roulette-Ticket und gucken mal, was da Schönes bei rumkommt. 4 Sterne haben wir. Das habe ich euch ja in der letzten Folge quasi vorenthalten. So, und ich habe es mal gerade neu zentriert, damit ich hier gerade ausgucke. Ich dachte am Anfang, es wäre cool, wenn ich in die Cam reden kann und hier quasi auch das Menü sehe, aber die ganze Zeit den Kopf so zu halten, ist irgendwie auch doof. Genauso wie auch das Tuning-Teil, was wir hier bekommen für das Subaru BRZ Drift Car. Ja, braucht man jetzt nicht unbedingt, aber was wir jetzt brauchen, ist eine neue Challenge. Oh, sorry, falls ich mein Mikro gerade berührt habe. Ich muss so ein bisschen mein Headset gerade neu adjustieren. Denn wir haben mit dem Honda NSX es geschafft, in Daytona 2 Mio Credits zu holen. Das ist super. Aber jetzt geht's nach Catalonia mit Gruppe 3 Autos und da gab's letzte Woche ja auch schon die Daily Races. Und da bin ich schon gefahren ein bisschen und hab da auch ganz gute Zeiten hingeknallt. Aber mit Medium-Reifen war das, glaube ich. Jetzt hat man hier harte Reifen. 1.39.0 ist die globale Bestzeit. Mit einem Subaru BRZ. Der Nissan hat eine krasse Topspeed, ist ja auch ganz gut vertreten. Audi auch, Huracan ebenfalls und der Renault ebenfalls, genauso wie auch der Porsche. Also gute BOP, wenn man bedenkt, dass jetzt 2, 3, 4, 5, 6 Autos innerhalb der Top 10 sind. Also ganz unironisch, das ist richtig, richtig gut. Evo, also in den Top 14 haben wir dann sogar 7 Autos schon drin. Und mit 2 McLaren haben wir 8 Autos in den Top 20. Mal gucken, wo jetzt zum Beispiel mal das erste weitere Auto kommt. Hier der Honda NSX, also 9 Autos in den Top 30. Der Supra GT 500 auf Platz 32. Dann haben wir sogar schon Aston Martin hier und ein Mercedes. Ich glaube, das sind jetzt 11 Autos innerhalb der Top 40. Also, oder 12 sogar vielleicht. Ja, und dann haben wir auch noch Mustang. Also, die BOP wurde ja letztens überarbeitet. Scheint jetzt echt ganz gut zu sein. Also, Daumen hoch dafür, man kann anscheinend einfach das Auto nehmen, was einem am besten liegt. Und ja, bei mir war das zumindest in dem Rennen, in den Online-Rennen tatsächlich der Porsche. Da habe ich auch mal so ein bisschen VR getestet im Online-Modus und habe mal gucken wollen, wie das jetzt aussieht. Und hier habe ich mir jetzt eine Sache halt überlegt, nämlich, es wäre doch ganz lustig, wenn man jetzt quasi mal die Time Trial macht mit VR und wenn man quasi wieder auf demselben Stand ist wie jetzt, also ungeübt ist, also ich werde es nicht direkt im Anschluss machen, sondern ein paar Tage später, dann kann man das nochmal machen ohne VR und man kann mal gucken, wo kommt man schneller auf Pace. Wir sind jetzt bei 10.17 Uhr, ihr werdet diese Folge vielleicht leicht verspätet bekommen. Aktuell hinke ich immer noch so ein bisschen hinter dem Content her, aber ja, wir sind, würde ich sagen, bei 20 Minuten schon ganz gut dann beraten, wenn das so grob die Zeit ist, die wir uns nehmen. So, und hier haben wir auch die Zeiten mal. Aus dem Augenwinkel können wir das mal betrachten. Ah, ihr seht es, glaube ich, nicht mal. Ich glaube, mein linkes Auge wird abgecaptured bei VR. Ich habe das mal gesehen in den Videos. Sieht das so ein bisschen komisch aus, wenn die Menüs im Bild eingeblendet sind und man den Kopf hin und her bewegt. Ich kann euch versichern, dass es in VR auf jeden Fall nicht so komisch aussieht. Da wirkt das Ganze schon sehr viel stimmiger. Ansonsten muss ich auch ehrlich gesagt noch ein Brillenputztuch hier benutzen, weil eigentlich berühren die Augen die VR-Brille ja nicht direkt, aber irgendwie habe ich trotzdem geschafft, dass da links das so ein bisschen minimal schmierig ist. Also irgendwas, irgendeine Verbindung zwischen Auge und Brille scheint es da zu geben. Und bitte keine Slowdown. Okay, da gab es doch eine Slowdown. Vielleicht muss ich mir die Zeiten-Infos dann auch jetzt mal gleich einblenden lassen. Machen wir auf Startziel gleich. Hä? Och nö. Nein. Nein. Tu es bitte. Danke. Tu es bitte nicht. Ja. Übrigens, das LAN-Kabel hatte ich eigentlich jetzt für die PS4 nutzen wollen.
Und deswegen habe ich es da angeschlossen für etwaige Online-Rennen, aber grundsätzlich, ich finde es immer noch weird, dass die PS5 irgendwie mit dem 2 Meter entfernten Router keine vernünftige Verbindung hinzubekommen scheint. Wir starten bei einer 1.44.4, also so schnell ist die Zeit noch nicht, aber wir sind auch schon deutlich schneller als unser Ghost. Das ist schon mal nice. Ja, wenn ich die nächsten Videos auch so ein bisschen im Voraus schon produzieren kann, würde ich mal einen Test auch wagen, nämlich was auch in den Kommentaren vorgeschlagen wurde. Dave, du kannst ja in VR zocken, wenn du Bock hast. Und wenn du dir um die Bildqualität halt Sorgen machst, dann kann man das ja auch so machen, dass man mal testet, die Replays einfach abzucapturen und die dann quasi einzuspielen. Das wird deutlich länger im Rendering dauern, da muss ich die Konsole laufen lassen. Aber ich werde es mal für eine Folge testen und mal gucken, wie das Feedback dann so ist. Vielleicht sagt ihr, hey, das ist geil. Vielleicht sagt ihr, hey, das richtige VR ist irgendwie besser oder so. Wir werden es mal sehen, weil langfristig, glaube ich, ist es halt trotzdem so, dass ich glaube schon, dass VR auf Dauer eventuell dem einen oder anderen zumindest nicht so schmecken wird. Halbe Sekunde im ersten Sektor. Da will ich jetzt auch niemandem sagen, Edgy Badge, hast du Pech gehabt, dass es nicht gefällt, geh auch weiter. Ich meine, diese Kurvenfahrten sieht man dann nicht, aber da habt ihr halt die ganz normale Cockpit-Perspektive. Und ich kann mir halt vorstellen, dass es halt trotzdem dann cool ist, wenn man so ein bisschen den gesteigerten Spielspaß hat von mir, gepaart mit besserer Bildqualität für euch. Eine 1.42.3, schon mal 2 Sekunden schneller gewesen. Im Mittelsektor habe ich sehr viel Zeit geholt. Okay. Im ersten Sektor wieder ein bisschen Zeit rausgeholt. Schön die Streckenbreite nutzen. Sieht auf jeden Fall gut aus, wir bleiben vorne. Das könnte eine Warnung geben. Eine Strafe? Nee. Kommt nix. Sehr schön. Das war auch sehr eng wieder. Ja, Formel 1 dieses Jahr dann auch ohne Schikane hier. Finde ich gut. Weil die Schikane nimmt da echt einfach nur Flow raus. Puh, und am Ende habe ich, glaube ich, im letzten Sektor ein bisschen was liegen lassen. Ja, 1.42.1 haben wir jetzt. Entry langsamer, aber der Rest sah doch schon irgendwie ein bisschen besser aus. Zweiundneunzigtausendstel schneller. Ja, das ist bis jetzt ordentlich, diese Runde. Das war nicht gut. Ich kann mir auch vorstellen, da muss ich auch einfach gut auf den Körb oder so. Zumindest halt ran an den Körb, damit man da sich den Exit breiter macht. Aber bis jetzt sind wir sehr gut unterwegs. Auch in Sektor 2 wieder ein bisschen Zeit geholt.
schöner Exit. Auch hier schön schnell gewesen. Boah, sauber. Das ist eine gute Runde. 41,7. Gut geschätzt. Das ist jetzt natürlich als Time Trial sehr dankbar, wenn man A, schon hier Daily Races gefahren ist und B, wenn es halt eine Combo ist, die üblicher ist, die gängiger ist, so Gruppe 3 auf Catalonia. Würde ja GT3 sagen, aber es ist ja ein GTE-Auto. So, wir machen mal den Ghost kurz weg. Boah, ich habe so viel Zeit verloren. Schade, erster Sektor war sogar ein bisschen schneller, 37.000stel. Oh Mann, schon wieder viel zu spät gebremst. Ja gut, da mache ich hier halt keine Zeit gut. Alles okay. Okay, vierter Gang scheint hier ein bisschen Untersteuern zu bringen. Ich hoffe, es gibt jetzt keine Penalty dafür. Ja, komm. Das Dumme ist jetzt, es wirkt sich für die nächste Runde aus. Also, ich werde in der nächsten Runde dann geslowed. Hier geslowdowned. Oh, wait. Moment. So, jetzt. Wichtig ist halt, das im richtigen Moment einfach geradeaus zu gucken, damit sich das auch vernünftig zentriert. Damit sind halt im Time Trial direkt zwei Rundenzeiten futsch. Obwohl du nur in einer gecuttet hast. So. Sieht gut aus. Warum kann man eigentlich die Bremsbalance nicht mehr verstellen? Wurde da zu viel rumgetrickst oder was? Oder ist da ein Bug drin in der Abfrage? Gab es irgendwie Sachen, die OP waren und die nicht der Physik Vorstellung entsprachen oder was? Ich frag mich halt, warum man das nicht mehr umstellen kann. War doch bis jetzt eigentlich nie wirklich ein Thema. So, auf geht's. Das war jetzt nicht viel schneller, aber ich habe mich da auch ein bisschen sehr vorsichtig gerade rangetastet. Boah, ich glaube. Ah, jetzt kommt wieder eine Penalty. Ach Mann, ey. Und schon wieder habe ich nicht konkret in die Mitte geguckt. So, jetzt. Ja, ich war gerade in einem guten Flow drin und der ist jetzt ein bisschen weg. Das Ding ist aber, dadurch, dass es auch eine gängigere Combo ist als, Time Trial jetzt, dass auch die Leute, die hier die Top-Zeiten fahren, sehr viel besser geübt sind mit den jeweiligen Fahrzeugstreckenkombinationen. Und dadurch muss man halt sogar die nochmal besseren Zeiten der E-Sportler dann erreichen. Oder zu einem gewissen Prozentsatz erreichen. Also in Summe macht es die Time Trials nur bedingt einfacher. Hä? Bis dahin war es ja sehr gut. Nein, das wird eine Penalty geben, obwohl ich sogar Zeit verloren habe, oder? Ja, das ist viel besser. Guckt euch das mal an, wie ich da rangekommen bin. Also, das eben war zu vorsichtig und das war genau perfekt. Und jetzt sind wir direkt auf Augenhöhe. Da ist er. Ja, aber die vorletzte Kurve hier zum Beispiel,
die drittletzte. Der Exit da gerade war da echt gut in der Runde davor. Also da, wo ich angefangen habe zu reden, die Kurve meine ich. Das ist eine 42, ah, da oben sehe ich es auch, 42.0. Nein. Nicht perfekt. Bin irgendwie mit der ersten Kurve noch überhaupt nicht zufrieden, ey. Auch wenn ich hier fast so schnell war wie in meinem schnellsten Run bisher. Das ist irgendwie alles trotzdem nicht so geil. Krass, also, dass ich meine Zeit da nicht mehr so toppen kann, überrascht mich dann doch sehr stark. Also hier bin ich halt immer wieder ein bisschen schneller. Vierter Gang geht hier gar nicht. Ja, ich werde jetzt mal einen Trick anwenden, den mir mein E-Sport-Fahrer bei dem Pro-Am-Race gegeben hatte. Nämlich, hebt ihr den letzten Downshift quasi für besseren Turn-In auf. Also quasi außer in die Motorbremse hineinschaltend, so wie jetzt gerade. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es aussieht dann. 1.42.1. Ja, bin ich allgemein jetzt rutschen gekommen, das war nicht so super. Ah! Nein! Alter! Gerade da jetzt so ein bisschen Zeit nur verloren. Bis dahin war die Runde anscheinend echt gut. Warte mal. 41.000. Wo bin ich hier? Ah, Leute, ich bin auf die Rallycross-Piste hier. Geil! Da geht die richtige Strecke wieder weiter. LOL! Wie schön ist das denn? Okay, noch ein Versuch. Auf geht's. Keine Ahnung, wie spät es hier ist. In diesem Auto gibt es leider keine Uhr. Das war zu langsam. Oh, ich bin wieder ein bisschen hinterher. Das war ja mal unfassbar schlecht. Wie schlecht bin ich denn da bitte gewesen? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, gib mir noch die Penalty. Es ist halt so Quatsch, mir da eine Penalty noch reinzudrücken.
Okay. Ein Versuch gönne ich mir noch. Und dann gucken wir mal wirklich, wie viel Zeit wir jetzt gebraucht haben. Ehe wir dann weitermachen. Okay, das könnte mit der Track-Limit-Situation wieder ein bisschen eng werden. Aber guter Exit. Okay, jetzt Fokus. Leider den Scheitel in Kurve 4 ein bisschen verpasst. Aber bis jetzt ist die Runde sehr gut. Das war jetzt mal ziemlich stark. Nein! Nein! Keine Penalty. What? Dein Ernst? Perfekt raus beschleunigt. Let's go! Oh mein Gott. 1:41,4, Alter. Oh mein Gott. Wie? Wir haben 50 Kilometer geschafft. Yay. Das kann ich mir als Referenz nehmen. Ey, und wir haben, warte mal. Ziemlich genau 20 Minuten gebraucht. Das ist die Zielzeit, die ich mir gesetzt hatte, so. Ja, Safe Replay. Und wir sind innerhalb von 2,36%. Das Ding ist aber, und das meinte ich auch, also so, das hatte ich halt so halt angesprochen, ne? Du musst halt, oh sorry Leute, aber wenn ich rede, dann ist es gar nicht so laut. Ist mir aufgefallen, dass das dann ein bisschen runtergeregelt wird. Weil ich habe so einen Kompressor und wenn du quasi keine lauten Geräusche währenddessen hast und so irgendein Geräusch ertönt, dann wird das halt hochskaliert. Aber wenn du währenddessen redest, dann hört man das halt so leise, wie es eigentlich ist. Das Ding ist, wir haben jetzt eine 1:42,0 als Zielzeit gehabt und ihr habt ja gesehen, dass ich auch ein bisschen mich hier und da leicht strecken musste, um diese Zeit zu erreichen. Also das meinte ich vorhin halt mit, die E-Sportler sind halt genauso geübt damit, dass sie diese Fahrzeugstreckenkombination halt eben dann richtig krass fahren können und in dem Fall konnten sie halt wirklich da den Ton ziemlich gut angeben. Oh. Oh. Ich habe 500.000 Credits gewonnen. Ja. Also, in dem letzten Video, was ich aufgenommen habe, ich spoilere jetzt nicht, welches Video das war, habe ich nach einem Mitleidsdaumen gefragt. Aber wenn ihr hier einen Wohlstandsdaumen nach oben da lassen wollt, lasst das, macht das sehr, sehr gerne. Gerne auch ein Abonnement raushauen. Wir sehen uns dann gerne beim nächsten Mal wieder bei Gran Turismo 7. Ich glaube, Dienstag oder so geht es dann weiter. Dann gucke ich mal, ob ich da eventuell die Time Trials mache oder ob ich jetzt eventuell direkt im Anschluss nochmal eine Folge in VR aufnehme auf Strecken, die in VR interessant sein könnten. Merci fürs Einschalten, bis demnächst. Ciao.